festivale di Tikrit, dann habe ich Jazz-Tanz gemacht, dann habe ich eine Pause, zwischendurch habe ich mal Achillessehne aufeinander gehabt, dann habe ich Pause gemacht, weil ich irgendwie nicht mehr traut zu tanzen. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und dann habe ich mit Salsa angefangen. Wie lange das ist? Salsa mache ich seit 13, 14 Jahren. Bailo hace un año y bailo salsa estilo Los Ángeles. Bailo porque me gusta la música y cuando la escucho se me mueven las piernitas solo. Estoy en la IA Working Project hace 3 meses. Ja, ich kann da viele mitmachen, weil ich einfach Trainingsatmosphäre gerne habe, weil ich gerne etwas Choreo erarbeiten mit anderen zusammen, weil das mir Spass macht, da etwas vorwärts zu machen, wo man etwas muss machen, wo nicht einfach kann ich etwas da machen, wo ich etwas vorgeschrieben bekomme, dass ich das mal so umsetze. Das hat mich eigentlich gereizt. Entrar en AIA se ha significado mucha alegría, emoción y la gran oportunidad para aprender de los campeones del mundo y al nivel de Anita, y me gustaría aprender el estilo de Anita. Ja, ich weiß nicht. Also das Echo, das ich habe gehört, ist meistens aufs Alter angesprochen, dass wow, in diesem Alter möchte ich auch noch so tanzen können. Also, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, noch mehr Leute, die auch in diesem Alter. Cuando me ve bailar, me dice que bailo hermoso y que le gustaría bailar como yo. Ja, also, zuerst ist man noch mega aufgeregt. Ja, und dann ist es einfach plötzlich so weit und dann ist man dann kurz bevor es anfängt und dann was Achtung, jetzt go for it und dann ist wie gut, wie erlöst. Antes de entrar al escenario nos cortamos todo el ballet, pasamos la coreo por nuestra cabeza un minutito y antes de entrar al escenario decimos a bailarla y cuando salimos a bailarla, a entrenar la coreo, le la vamos a romper al escenario. Es ist neben dem, also zugegeben viel Zeitaufwand, ist es einfach Spass und eine Zusammengehörigkeit und man hat man schafft da etwas miteinander und am Schluss hat man das Resultat, wo man sich darüber freuen kann, wie es gelungen ist. Recomiendo esta experiencia porque aprendo los campeones del mundo. Also einmal, ich finde es eine mega gute Idee, weil es ermöglicht vielen Leuten auch etwas mitzumachen, wo sie sonst keine Chance hätten.